Hallo, Halli, hallo und herzlich willkommen bei Rosenblut. Wir spielen hier immer noch Memoria und sind in dieser Dunkelheit. Was tun wir jetzt? Der Stab, ja, da hatten wir ja schon blutige Haken. Er ist überzogen mit meinem Blut, weil ich zu dumm bin, im Dunkeln aufzupassen. Ja, das hatten wir auch schon. Die Silberschale, kann ich die nehmen? Natürlich ist hier kein Gas in der Luft. Das Feuer in seinen Augen hätte dem Wächter sonst schon längst den Kopf gesprengt. Kann ich den nehmen? Die Flammen in seinen Augen sind heiß. Ich hab doch da Raucherstäbchen. Kann ich die... Yes. Habe ich jetzt mehr Licht? Wo ist das? Dunkelheit. Ich weiß nicht einmal, wo ich ansetzen sollte. Ach so. In die Raucherschale. Raucherschale mit Raucherstäbchen. Nein. Nein. Jetzt ist es wirklich sehr dunkel. Hier ist nichts. Nirgends. Und seit der Angreifer auf den Käfer trat, ist der Ausgang fest verschlossen. Magier? Er ist unter dem Wächter begraben. Mit Magie bekäme ich ihn vielleicht frei. Aber nicht mit baren Händen. Ich kann sein Schemen im Dunkeln erkennen. Er regt sich nicht mehr. Sein Schemen. Warte schnell. Das hing doch schon da. So. Nochmal den Stab. Blutige Hand, Raucherschale, Stab. Sieht ja aus, Mensch. Ist das meine Hand? Und mein Blut in der Schale? Kann ich... Hier ist nichts. Nirgends. Das ist kein gutes Opfer. Kein gutes Opfer. Der Verband ist jetzt voller Blut. Und das ist ein gutes Opfer. Das ist mein Blut. Ihr Blut. So. Geht es jetzt? Ah, willkommen, Scha... Was war das? Wer bist du? Was machst du in meinem Kopf? Hallo? Ihr müsst mich schon berühren, wollt ihr mich hören, Charizard? Oh, wer bist du? Bist du ein Dämon? Um ehrlich zu sein, Charizard, ich weiß es nicht. Ich erinnere mich nicht. Auf einmal war ich hier, in der Dunkelheit... Festgekettet vor unzähligen Jahrhunderten. Du lügst doch. Keineswegs. Ich sah den Aufstieg und Fall eines jeden Staubkorns in dieser Kammer. Nur meine eigene Geschichte kenne ich nicht. Wieso kann ich dich hören? Öffne die Tür. Ja. Wieso höre ich dich in meinem Kopf? Das kommt von eurem Blut, das ihr mir geopfert habt. Ich habe einen Pakt mit einem Dämon geschlossen? Verzeiht, ich hätte euch vorher warnen sollen. Öffne die Tür. Du kannst das doch, oder? Ich fürchte nicht. Nein. Was kannst du dann? Ich kann das Licht entfachen und löschen und ich kann den Wächtern Befehle erteilen.
Befehle die Wächter. Wecke die Wächter und befehle ihnen, das Tor einzureißen. Aber dann lauft ihr davon und ich bleibe zurück. Es wird weitere Jahrtausende dauern, bis sich wieder eine Prinzessin hierhin verirrt. Du weißt, wer ich bin? Ja, ich habe euch vor der Grabkammer belauscht. Was haltet ihr von einem weiteren Pakt? Ich helfe euch aus der Grabkammer und ihr nehmt mich mit. Prinzessin und Hofmagier. Herrin und Diener. Zusammen erobern wir die Welt. Abgemacht. Was? Wirklich? Wer wäre so dumm, ein unheimliches Wesen wie mich so leichtfertig zu befreien? Ich nehme, was ich kriegen kann. Ihr macht mir Angst. Das ist doch ein guter Ansatz, ne? Also mache Licht. Entzünde die Fackeln. Lasst uns das gemeinsam tun, Charizard. Richtet eure strahlenden Augen auf die Finsternis und konzentriert euch. Solange ihr mich berührt, könnt ihr nicht nur mit mir sprechen, sondern auch mit mir zaubern. Hui. Oh. Ich habe ein Zauberdingsbums. Oh. Ich hab's schon in der Hand. Dunkelheit. So erblicket die Pracht der letzten Ruhestätte meines Meisters. Oh, du. Bei meinen Ahnen seid ihr schön. Wir haben also eine Abmachung? Ja. Ja, die haben wir. Gut. Stab befreien. Du steckst fest. Ich hänge ja nun auch schon sehr lange hier. Lockert die Halterung und zieht mich mit einem starken Ruck gen Himmel. Du erinnerst dich also an den Himmel. Den Himmel, die Freiheit, das Funkeln und Klingen der Sprache. Manche Dinge vergisst man nie. Stab befreien. Hatte ich das nicht? Du steckst immer noch fest. Lockert die Halterung und zieht mich mit einem starken Ruck gen Himmel. Okay. Okay. Okay, wir befreien den Stab. Mit der Kette. Ha! An einem Ende hängt der Zauberstab, am anderen eine schwere Metallkugel. Und nun? Wohin damit? Na, in das Loch. Das würde klappen, wenn die Kugel den Stab nicht mit in den Abgrund reißen würde. Ach je, Mini. Ringhalterung. Oh, so. Judalalidu. Aha. Soll ich nicht vorher irgendwie... Ach komm. Metallkugel. Loch. Yes. Und ach, das war ja Glück. Jetzt kann ich den Stab nehmen. No. Das war ja einfach. So, ich habe dich befreit. Was nun? Nun habe ich endlich Beine und bin nicht mehr allein. Ich meine, wie kommen wir hier raus? Gar nicht. Diese Mauern sind unentrinnbar. Toll. Aber du sagtest... Ach, Charizard. Wir befinden uns hier im dunkelsten Loch, das die Welt nie kannte. Hier bedeutet doch nichts, gar nichts. Schon gar nicht ein Versprechen von einem Stück Holz an eine Todgeweihte. Ach. Aber lasst uns dennoch Freunde sein. Wir können mit dem Licht spielen oder die Wächter wecken oder... Wenn du es nicht machst, ich werde mich an unsere Abmachung halten. Ich werde einen Weg hinausfinden. Und wenn du mir dabei hilfst, werde ich dich mitnehmen. Charizard? Und hör auf, mich Schmetterling zu nennen. Ich bin kein Schmetterling. Und wir sind auch keine Freunde. Von nun an tust du, was ich dir sage. Und wenn nicht? Werfe ich dich in ein noch tieferes Loch, wo dich wirklich niemand mehr finden wird. Wie ihr befiehlt, Herrin. Ihr seid zu gütig, Herrin. Oh, wie schön. So, also, Ach, müht euch nicht ab. Wozu habt ihr mich? Den mächtigsten Magier, den diese Hallen je gesehen haben. Du kennst nur einen Zauber. Aber der ist vielseitig einsetzbar, meine ignorante Herrin. Ja, also, dann könnte ich jetzt aktivieren. Deaktivieren. Psst, beweg dich.
Juhu. Magier. Blitz. Er hält noch immer die Maske. Und Haruns Dolch. Ihr lebt noch? Nehmt die Maske. Bringt sie fort. Beruhigt euch. Sammelt eure Kräfte. Herrin, seht ihr nicht? Er ist so gut wie tot. Hast du kein Mitleid? Habt ihr? Wohin muss ich die Maske bringen? Nach Draconia. Zum Prinzen. Zum Prinzen? Welcher Prinz? Galved? Seid ihr noch da? Er lag blutend am Boden und ihr löchert ihn mit Fragen? Ihr hattet wirklich kein Mitleid, nicht wahr? Doch. Aber es hätte zu nichts geführt. Es hätte euch menschlicher gemacht. Sagt ein sprechender Stab. Habe ich jetzt die Maske? Auf ihrer Innenseite sind Schriftzeichen. Was muss ich tun, um ihre Macht zu wecken? Geht tief in euch. Was ist das Grausamste, was euch je angetan wurde? Man hat mich verraten und gedemütigt. Erinnert ihr euch an das Gesicht desjenigen, der euch das antat? Ja. Schaut ihm tief in die Augen und Shazam, wo auch immer er ist, er hat nun Schluck auf. Ich bin deine Spielchen satt. Es war doch nur Spaß. Sagte ich nicht schon, dass ich nicht weiß, was die Maske macht? Ich habe eine vage Erinnerung, aber mehr auch nicht. Ich werde es schon noch herausfinden. Also, ich hab... Ich stehe stets zu euren Diensten, Herrin. Ein Stab. Haruns Dolch mit dem klebrigen Schleim. Harun hatte die Augen meines Vaters. Jetzt weiß ich auch, woher. Danke, Herrin, aber ich bin schon hibbelig genug. Oh, wie süß. Und was ist, wenn ich Maske? Sie wirkt nur auf Menschen. Aha. Hallo. Hey! Hilfe! Ich bin hier eingesperrt. Hilfe! Rachwan! Wenn du noch am Leben bist, zeig dich! Der Verkina scheint euch nicht sonderlich zu mögen, Prinzessin. Wahrscheinlich ist er tot. Oder er hat euch im Stich gelassen. Da liegt er ja. Ich sehe nur lauernde Schemen. Für alles Weitere brauche ich Licht. Hey! Hilfe! Ich bin hier eingesperrt! Hilfe! Ja. Da gibt's nichts. Oh, Dunkelheit. Das ist zu dunkel. Mann, bin ich... wo ist dieser Stab? Mache Licht. Mache Licht. Richtet meinen Zauber auf eine magische Feuerquelle. Und euer Wunsch ist mir Befehl. Ich sehe keine. Das liegt daran, dass es hier keine gibt. Weil es dunkel ist. Sehe ich keine. Vielleicht. Nein. Oder doch nicht. Nun ja, hier, Feuerschale. Sie sind zu groß und zu schwer. Mein Wille allein reicht nicht, um sie zu bewegen. Brüchige Wand. Ich kann den Spalt nicht mehr finden. Irgendwo war hier doch ein Lichtspalt. Tja, nun, das liegt wohl am Licht, dass du das Licht nicht mehr siehst. Wo ist der Stab? Da. Mach Dunkelheit. Nutzt meinen Zauber, Herrin. Oh, ja. Das. Oder warte schnell, habe ich alles angeklickt? Wächteristen, Haken, glühende Augen. Kette. Kann ich das? Ich sehe keinen Zusammenhang. Also, dann suchen wir mal den Spalt.
Es werde ewige Nacht. Ewige Nacht? Du kannst sie doch jederzeit wieder anschnippen. Herrin, ich weiß, ich bin kein Poet, aber bitte lasst mir meine Poesie. Ist ja gut, lieber Stab. Da ist mit den Händen bekomme ich ihn nicht weiter auf. Da ist der Lichtsch. Aber vielleicht mit dem Stab. Ich brauche etwas Spitzeres, um die Öffnung zu vergrößern. Etwas Spitzeres, ne? Wir haben ein Dolch. Oh, meine Fresse. Kann ich da rausschauen? Huhu, hallo, halli, hallo. Ach, du meine Güte. Ah ja, jetzt wecken wir mal da den Wächter. Wecke ihn! Was soll er tun, Herrin? Ja? Oh! What? Oh, schau mal einer an. Kann ich denn nehmen? Nehm ihn. Er hat sie schon. Sauleneingang. Yes. Okay. Wenn ich sie nur irgendwie einreißen könnte. Den Mann möchte ich sehen, der diese Mauer mit seiner bloßen Faust einschlägt. Wart. Wollt ihr ihn wecken? So richtet mein Zauber auf ihn. Ja, ach Mensch, ja, ich verwechsel das immer. Wecke ihn! Okay. Was soll er tun, Herrin? Felswand. Gebt auf, die Wand ist zu dick. Gebt auf, die Wand ist zu dick. Mi. Diese Felswand. Das sagt er jetzt nichts. Nochmal. Noch einmal. Naja, geht nicht. Und ich weiß nicht einmal, wo ich ansetzen sollte. Monstrum. Habt ihr ihn nicht schon genug gequält? Er ist doch nur ein Monstrum. Geschaffen, um blindlings zu kämpfen und zu töten. Ja, armer Abu. Ich könnte ihn wecken. Bei ihm funktioniert der Zauber nicht. Er war der einzige Steinriese in den Hallen mit einem eigenen Willen. Mit ihm konntest du deine Spielchen also nicht treiben. Oh, das habe ich nicht gesagt. Aha. Wecke ihn! Was soll er tun, Herrin? Mist, das. Hat es noch ein zweiter Wicht? Felsen? Monstrum? Felsen? Der Krieger kann noch so viel rumtönen. Am Ende hat uns der Magier den Hals gerettet. Felsen? Lieber nicht. Das wird niemals gehen. Nun gut. Zurück. Okay, ja. Mach mal Licht. Es werde Licht. Jutihui. Eine herrschaftliche Grabkammer. Nur für euch. Das werden wir noch sehen. Okay, Kette. Jetzt können wir doch hier hin wieder. Feuerschein. Nun habt ihr eine Lichtquelle. Aber die Tür ist noch immer verschlossen. Geduld, ich taste mich vorwärts. Auch wenn ich noch nicht weiß, wohin mich meine Schritte führen werden. Guter Wurf. Jetzt Licht. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät. Ihn hat es auch erwischt. Ich hoffe, wenigstens Rachwan konnte fliehen. Uiuiui. Es ist eines der Schlüsselteile, aber es liegt zu weit weg. Ich komme nicht ran.
Mit dem Stab? Wenn das Bein nur etwas näher läge. Ich komme nicht ran. Ja, ja. Ist das schwarzer Schleim in den Wänden? Oder Blut? Selbst nach 1000 Jahren neugierigen Beobachtens konnte ich das nicht herausfinden. Aber ich habe es liebevoll Phlegma getauft. Die Wände sind voll davon. Phlegma? Es sieht aus wie Blut. Okay. Da ist ja ein Wächter. Mir fehlt die Vision. Ja, also Boden. Nochmal. Nochmal. Säulen. Ihr wollt ihn wirklich zerquetschen, Hoheit? Nein, das hätte er nicht verdient. Ich fürchte, das Bein liegt für ihn genau außer Reichweite. Da kommt auch er nicht heran. Dann nehmen wir den Arm. Wart. Tück und... Das führt doch zu nichts. Hä? Ah, ich weiß. Ich muss den Arm nehmen. Und jetzt denn das Käferbein. Yes! Ich komme immer noch nicht heran. Ja. Ich könnte aber mit dem Stab. Der Stab hat genau die richtige Länge. Ich nehme das als Kompliment. Aber in seiner jetzigen Form ist er als Kescher völlig ungeeignet. Ein Kescher. Ich darf mein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Erinnerst du dich inzwischen an ihre Macht? Moment, da ist etwas. Nein, nein, ich fürchte, ich habe alles vergessen. Nein, doch nicht, ja. Mir fehlt die Vision. Danke, Herrin, aber ich bin schon hibbelig. Ja, hibbelig. Was macht ihr da? Ich kann nichts erkennen. Ich wickel Verband zwischen deine Hörner. Warum? Das wirst du schon noch sehen. Einmal hat gereicht. Jetzt habe ich es. Und tada! Geschafft! Muss ich euch darauf hinweisen, wie demütigend das war? Nein, das war mir schon bewusst. Und jetzt kann ich Käferbein in den Käfer. Es würde nicht halten. Och ja, ja, mit dem Klebstoff ist er. Ah, da ist er ja. Es klebt nun. Ein klebriges Bein. Zeig mal, Käfer. Wenn ich ihn entferne, schließt sich der Riegel und mein Arm wird abgehackt wie bei einem Dieb. Mehr Beine werde ich nicht finden. Ich hasse diese Tür. Was? Mehr Beine? Mehr Beine werde ich nicht finden. Und was? Es ist zu eng, um hindurchzuklettern. Es ist zu eng, um hindurchzuklettern. Vielleicht. Loch? Dem Arm fehlt es an Halt, um kräftig zuzuschlagen. Zierbogen. Er hält sich fest. Und nun? Loch? Boden? Ja, bringt das jetzt was? Mit einem Bein käme er vielleicht dorthin. Aber er ist doch nur ein einfacher Arm, meine Liebe. Es ist nur eine Hand.
mein Lieber. Da kommt auch er nicht heran. Hinno. Und hier? Ihr wollt ihn wirklich zerquetschen, Hoheit? Nein, das hätte er nicht verdient. Schon gut, schon gut. Ich komme nicht ran. Ja, gehen wir mal wieder zurück. Und gucken aus diesem Loch. Es ist zu eng, um hindurch zu klettern. Ein weiteres Loch hat sich geöffnet. Der Star? Lieber nicht. Es gibt bestimmt eine andere Lösung. Aber ich kann vielleicht das Loch noch etwas größer machen. Mehr geht nicht. Das Gestein ist zu hart. Da ist irgendwo ein kleiner Spalt in der Wand. Also nochmal. Könnte ich vielleicht den hier? Unterhaltsam, nicht wahr? Ich habe schon Besseres gesehen. Oh, wie ich euch beneide. Weichte Reste. Kann ich das nehmen? Erst riss ich mir die Hand auf, dann weckte ich einen Dämon. Von nun an halte ich mich von dieser Schale fern. Ich habe meine Lektion gelernt. Nichts und niemand verwundet mich zweimal. Also, weichte Resten, glühende Augen. Nee, das habe ich ja schon. Die Flammen in seinen Augen sind heiß. So, liebe Leute, ich glaube, es ist wieder mal an der Zeit, eine Pause zu machen und das Gehirn ein bisschen auszuruhen. Warte mal, da ist ein Schädel. Nun ja, wir sehen uns wieder beim nächsten Let's Play von Rosenblut bei Teil 3, 4 von Memoria. Und bis bald.